Aufbau und Kalibrierung der Classic Eco. Zum Aufbau der Radwuchtmaschine benötigen wir nur wenige Werkzeuge. Nachdem wir die Zubehörteile ausgepackt haben, können wir beginnen. Wir lösen die Schrauben, um die Maschine von der Transportplatte heben zu können. Bitte heben Sie die Maschine nicht an der Radwuchtwelle. Nach vollständiger Montage muss die Maschine am gewünschten Ort am Boden verankert werden. Wir montieren nun die Halterung für den Radschutzbogen an der Rückseite der Maschine. Und stecken die Kabel per Steckverbinder an den Schalter an. Jetzt setzen wir das Gehäuse auf die Halterung und schrauben diese an. Wir befestigen nun den Haltebügel für den Radschutzbogen, stecken diesen in die Halterung und verschrauben ihn dort. Den Radschutzbogen stecken wir nun auf und verschrauben diesen mit dem Haltebügel. Im Anschluss drehen wir die Wuchtwelle in das Gewinde ein und ziehen diese mit einem Maulschlüssel fest. Um die Feder und den Deckel einfacher zu montieren, nehmen wir uns einen Konus und die Schnellspannmutter zur Hand. Mit dem Sicherheitsring fixieren wir die Feder und den Deckel in der Auswuchtspindel. Wir stecken den Netzstecker in die Steckdose und können die Radwuchtmaschine nun für den Kalibriervorgang einschalten. Wuchtmaschine kalibrieren. Zum Kalibrieren nutzen wir ein 15 Zoll Stahlrad, an dem keine Gewichte angebracht sind. Wir achten auf die Auswahl des richtigen Konus, setzen dann das Rad auf die Wuchtwelle und spannen dieses mit der Schnellspannmutter fest. Für eine korrekte Kalibrierung messen wir und geben die Raddaten ein. Wir starten den Kalibrierungsmodus, indem wir die Tastenkombination F und C drücken. Wir schließen den Radschutzbogen und der Kalibriervorgang beginnt. Das Rad wird automatisch abgebremst und das Display zeigt an, dass an der Außenseite der Felge das 100 Gramm Kalibriergewicht angeschlagen werden soll. Dabei ist die Position egal. Durch Schließen des Radschutzbogens starten wir nun einen erneuten Kalibriervorgang. Nun zeigt uns das Display, dass wir das 100 Gramm Kalibriergewicht auf der Innenseite der Felge anschlagen sollen. Wir nehmen das Gewicht von der Außenseite ab und schlagen es auf der 12 Uhr Position an der Innenseite der Felge an. Die 12 Uhr Position wird angezeigt, wenn alle Indikatoren der Innenseite leuchten. Wir lassen das Rad erneut rotieren. Das Rad bremst auch jetzt wieder automatisch ab und das Display teilt uns durch Call End mit, dass die Kalibrierung erfolgreich beendet ist. Die Radwuchtmaschine ist nun einsatzbereit. Stahlradwuchten. Um ein Stahlrad zu wuchten, gehen wir wie folgt vor. Wir achten auf die richtige Wahl des Konus und spannen das Rad anschließend auf der Wuchtwelle mit der Schnellspannmutter fest. Nun
messen wir den Abstand zwischen Maschine und Felge und tragen den Wert über das Bedienfeld ein. Mit der Felgenbreitenlehre ermitteln wir die Felgenbreite und geben diese ebenfalls ein. Die Reifengröße können wir einfach ablesen und eingeben. Jetzt können wir den Radschutzbogen schließen und damit den Wuchtvorgang starten. Das Rad bremst automatisch ab und wir können die benötigten Wuchtgewichte über das Display ablesen. Über die Taste Fein kann man die Unwucht grammgenau sehen. Die Indikatoren im Display helfen uns dabei, die 12-Uhr-Position zu bestimmen, um dort auf der Innenseite wie angezeigt ein 15-Gramm-Gewicht anzubringen. An der Außenseite gehen wir genauso vor. Wir schließen nun den Radschutzbogen, um den Wuchtvorgang erneut zu starten. An der Anzeige erkennen wir mit dem Ergebnis 00, dass der Wuchtvorgang erfolgreich war. Alurad-Wucht. Um ein Alurad zu wuchten, gehen wir wie folgt vor. Wir achten auf die richtige Wahl des Konus und spannen das Rad anschließend auf der Wuchtwelle mit der Schnellspannmutter fest. Nun messen wir den Abstand zwischen Maschine und Felge und tragen den Wert über das Bedienfeld ein. Mit der Felgenbreitenlehre ermitteln wir die Felgenbreite und geben diese ebenfalls ein. Die Reifengröße können wir einfach ablesen und eingeben. Über die Taste Alu navigieren wir in das Alu 2-Programm. Jetzt können wir den Radschutzbogen schließen und damit den Wuchtvorgang starten. Das Rad bremst automatisch ab und wir können die benötigten Wuchtgewichte über das Display ablesen. Die Gewichte werden nun mit Hilfe der Indikatoren im Display auf der 12-Uhr-Position an der Innenseite der Felge angebracht. Wir schließen nun den Radschutzbogen, um den Wuchtvorgang erneut zu starten. An der Anzeige erkennen wir mit dem Ergebnis 00, dass der Wuchtvorgang erfolgreich war.